Der Partner als ein Mensch, mit dem du alles teilen kannst, was du willst und sollst? Wohl eher nicht. Also, was teilen, was besser nicht. Hallo, ich bin Jörg von Liebesallerlei und ich helfe dir, glücklicher zu lieben. Ich sah gestern ein Video eines Psychologiekanals auf YouTube und war erstaunt und ehrlich gesagt auch erschrocken, was man nach deren Meinung nicht teilen sollte. Also, Grund genug, dachte ich mir, mal laut nachzudenken, was in einer vielleicht gerade beginnenden oder auch in einer etablierten Paarbeziehung Gesprächsthema sein darf. Lass uns mal auf eine normale, gesunde Beziehung schauen. Bei verletzenden, toxischen Liebesbeziehungen sieht es anders aus und deswegen komme ich später im Video auch nochmal darauf zurück. Was gehört nicht in eine gesunde Beziehung? Erstens, die Geheimnisse, die dir Freunde oder deine Familie erzählen, wurden nur dir im Vertrauen mitgeteilt und sind nur für deine Ohren bestimmt gewesen. Hast du nicht explizit deren Einverständnis? Schweig. Selbst dann, wenn du fast platzen könntest und der Meinung bist, es wäre okay, das deinem Partner zu sagen, der ist vertrauensvoll. Susis Schwangerschaft bleibt ebenso dein Geheimnis wie das Fremdgehen von Nadja oder der Fehler, den dir dein Kollege gebeichtet hat. Zweitens, die Details über frühere Beziehungen sind ein zweischneidiges Schwert. Natürlich ist es wichtig, mit deinem Partner zu besprechen, was du erlebt hast. Es kann dich entlasten und im Rahmen einer frisch entstandenen Liebesbeziehung auch zeigen, was dir wichtig ist, welche Bedürfnisse du hast und natürlich auch, wo deine Fallstricke in Beziehungen liegen. Hast du immer wieder wechselnd das Bedürfnis nach großer Nähe und baldiger Distanz, ist es hilfreich für deinen Partner, sich darauf einstellen zu können und deine Reaktion nicht unbedingt als Ablehnung zu verstehen. Andererseits solltest du auch nicht zu viel über deine früheren Beziehungen jammern, weil das deinen Partner belasten und zu Konflikten führen kann. Ebenso ist das Gegenteil eine ziemlich sichere Problemquelle. Deinem aktuellen Partner von den Qualitäten seines Vorgängers im Bett zu erzählen oder von dessen überaus spendablen Gesten führt schnell zu Misstrauen und Eifersucht. Frühere Beziehungen als Thema sind also mit etwas Vorsicht zu genießen. Drittens. So wichtig es in Beziehungen ist, offen und ehrlich zu kommunizieren, so wichtig sind Diplomatie und Fingerspitzengefühl, wenn es um negative Gedanken oder Gefühle deinem Partner gegenüber geht. Dass er oder sie ein Ferkel ist, weil permanent Zahnpastareste im Waschbecken zurückbleiben, verursacht eher Abwehr, Verletzung und Aggression. Bleib lieber bei deinen Bedürfnissen und bei deinen Wünschen. Wenn du mehr über Liebe und Partnerschaft wissen willst, gib mir ein Like. Abonnier den Kanal und denk daran, die Glocke zu aktivieren, damit du auch über zukünftige Videos immer informiert wirst. Viertens, finanzielle Probleme sind meist eine große Belastung für die Beziehung. Du kannst offen und ehrlich darüber sprechen und wenn es partnerschaftliche Geldsorgen sind, könnt ihr auch konstruktiv gemeinsam nach Lösungen suchen. Es ist aber nicht notwendig, mit deinem Partner im Detail über deine Einnahmen, Ausgaben und Schulden zu reden, soweit sie halt nur dich betreffen. Wie sieht das mit dem Seitensprung aus? Beichten oder lieber für dich behalten? Wenn du unerfüllte Bedürfnisse in deiner Beziehung verspürst und aus diesen Gründen fremdgehen willst, ist es eindeutig besser, mit deinem Partner oder deiner Partnerin vor dem Seitensprung zu sprechen. Hier oben habe ich dir ein Video mit den möglichen Gründen für eine Affäre verlinkt. Schau mal rein, um dein persönliches, unerfülltes Bedürfnis oder Motiv zu finden. Oft finden sich Lösungen. Zieht im Zweifelsfall einen Paartherapeuten zu Rate, der euch bei diesem Gespräch unterstützen kann. Und wenn es schon mal passiert ist, der berühmte Ausrutscher an der Hotelbar, dann schweig. Denn jedes Erzählen darüber verletzt deinen Partner oder deine Partnerin und die Wahrscheinlichkeit, dass es zu dauerhaften Kränkungen bis hin zur Trennung führt, ist sehr hoch. Mit dem schlechten Gewissen, wenn du es nicht erzählst, musst du freilich selbst klarkommen. Sechstens, entsprechendes gilt natürlich auch darüber, was andere über eure Partnerschaft denken. Es ist definitiv für deine Partnerschaft nicht hilfreich, wenn du deinem Lieblingsmenschen sagst, deine Mutter wäre der Meinung, ihr passt nicht zueinander. Siebtens, ständige Gedanken an Eifersucht gehören ebenfalls nicht mit deinem Partner geteilt. Nörgeln, Verdächtigungen und Unterstellungen destabilisieren eure Beziehung. Anders sieht es aber mit deinem Gefühl aus, dass du generell eifersüchtig bist. Und das gehört halt gerade zu dir und sollte angesprochen werden, damit dein Partner entsprechend damit umgehen kann. Aber wie gesagt, die Dosis macht das Gift. Was du gegen Eifersucht machen kannst, erfährst du in diesem Video hier oben. Achtens. Passwörter, Pins und Co. gehören ebenfalls zu deinem geheimen Bereich, die du nicht weitererzählst. Falls du keine normale Beziehung führst, sondern durch deinen Partner emotionale oder physische Gewalt erlebst, wie zum Beispiel in einer narzisstischen Beziehung, ist die Frage, was du teilen sollst, sehr einfach zu beantworten. Nichts. Nichts, was er oder sie gegen dich verwenden kann. Keine persönlichen Geheimnisse, keine Emotionen, keine Passwörter. Am besten bleibst du nur auf der Sachebene.
Im Video zur Greyrock-Technik erfährst du mehr. Ich habe dir hier ein paar Videos verlinkt, die dich eventuell interessieren könnten.